Am letzten Sitzungstag vor Weihnachten passiert der Nachtragshaushalt für dieses Jahr Bundesrat und Bundestag. Doch im Zentrum der Diskussion steht der Haushalt für kommendes Jahr. Denn der bringt für Bürger und Unternehmen höhere Kosten mit sich. Da habe ich ziemliche Kopfschmerzen, wenn ich sehe, dass die Varianten von der Streichung des Agrardiesels über die Anhebung der CO2-Bepreisung bis hin zur Entnahme aus den Netzentgelten dazu führt, dass sowohl in den Gartenbaubetrieben als auch in den großen Agrarbetrieben das zu einer erheblichen Kostensteigerung führen wird. Der höhere CO2-Preis macht Tanken und Heizen teurer. Deshalb auch aus den Reihen der Ampel die Forderung nach einem Ausgleich. Pendlerinnen und Pendler sollten, wenn Benzinkosten, Dieselkosten steigen, stärker mit einer besseren Pendlerpauschale unterstützt werden. Im Bundestag verteidigt die Ampel die Mehrbelastung durch den höheren CO2-Preis und weist darauf hin, dass schon die Vorgängerregierung genau diesen Preis für 2024 beschlossen hatte. Und so sehr ich als Liberaler sagen muss, ich weiß immer nicht, ob ich gerne auf Pfade der CDU-CSU wandeln will, aber so halte ich es doch für vernünftig, dass wir, nachdem sich die Energiepreise abgesenkt haben, ich hätte sie gerne noch niedriger, hier wieder den Pfad beschreiten, den die CDU-CSU damals auch wollte. Widerspruch aus der Union. Die Ampel stecke die Einnahmen aus dem CO2-Preis in die Staatskasse. Das Problem ist, der Ausgleich, das Klimageld, das Sie an die Bürger zurückgeben müssten, diesen Schritt tun Sie nicht. Das wäre nämlich auch der entscheidende Schritt eines sozialen Ausgleichs gewesen. Der Bundestag stimmte heute auch für eine Änderung beim Elterngeld. Paare haben ab April 2025 nur noch dann Anspruch auf diese Leistung, wenn sie nicht mehr als 175.000 Euro Einkommen im Jahr zu versteuern haben.